Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und hier geht es jetzt weiter mit dem Cover. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt die Grundlage geschaffen. Das ist fein und fertig. Der Kleber wälzt sich noch oder wälzt das Papier noch ein bisschen. Das ist nicht weiter tragisch. Das hört nachher auch wieder auf, da bin ich mir sicher. Nun habe ich zwischenzeitlich ein paar Ideen gehabt. Oh Gott, Ideen. Hier vorne werde ich ein schönes Vintage-Bild noch draufkleben, noch so ein bisschen Jute drunter. Alles fein, das wird schick und fein. Kann ich dann später mal machen, habe ich noch nicht fertig. Ich habe jetzt hier noch folgende Idee, weil die hintere Seite war mir ein bisschen zu schmal. Also, langweilig. Langweilig meine ich mit schmal. So, meine Idee ist, ich packe da eine Pocket drauf, mache ein Mini-Büchlein. Ich habe nämlich hier noch so einen Rest übrig von dem schönen Papier und das hatte schon so eine schöne gezackte Kante. Das Büchlein wird dann hier drin sein und damit mir das nicht rausfluppt, wenn man das irgendwo durch die Gegend organisiert, wird es hier ein Band geben. Ich habe den Verschluss nämlich noch ein zweites Mal. Ich werde den gleichen Verschluss zweimal hier einbauen. Und zwar einmal, damit dieses Büchlein hier fest wohnt, wird es den Verschluss geben und jeweils ein Schleifchen auf der anderen Seite. Den werde ich hier festmachen. Und genau, hier an der Stelle einfach nur mal schon mal zugeschnitten. Das Büchlein ist, ja, Cover ist soweit fertig, außer dass natürlich noch ein schönes Bild drauf muss. Ich habe zwei DIN A4, nein, nicht zwei, sondern ich habe sogar drei MT gefärbte DIN A4 Seiten, die schon gebügelt sind. Ich werfe mal kurz einen Blick. Bildausschnitt läuft. Alles gut. Das heißt, die DIN A4 Seiten 29,5. Bei knapp 15 machen wir den Schnitt. So, also kurz vor 15. Fast Seiten durchziehen. Fertig. Das Ganze wird dann hier drin sein. Ich überlege tatsächlich noch, ob ich die so ein bisschen flatterig mache, also ein bisschen nicht ganz über eins. Kann ich mir dann noch überlegen. Auf jeden Fall dieses Büchlein lege ich schon mal zur Seite als nächste Aktion. Was ich hier noch mache, ist jetzt erstmal hier den Rücken fertig. Für dieses Büchlein, wenn ich hier die Kanten anklebe, werde ich das sehr, 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 sehr schmal tun müssen, weil ich sonst das Büchlein nicht reinkriege, dann habe ich hier auch ziemlich wenig Platz. Also das hier muss schon ein bisschen rund sein, also rund, also ein bisschen Platz lassen für das, was da reinkommt. Und da dachte ich mir, ich habe ja noch so eine schöne Vintage-Deko-Band-Spitze. Wenn ich die hier so außenrum organisiere, dann kann ich die Spitze nämlich außen ankleben und das Papier lässt ein bisschen, ja, Platz, sag ich mal. Also Platz für was auch immer. So, dann müsste ich hier immer um die Kurven gehen. Die Kurven, also die Ecken halt auch vernünftig mit abdecken. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dass die hier bisschen hübsch aussehen. Dann komme ich hier in eine Ecke raus. Machen wir ein bisschen Sicherheitsrand hier dran. Komm schon. Ich glaube, ich muss meinem Mann meine Schere mal verpassen zum Schleifen. Oder ich mache es selber. Ich nach dem. So, mein Deko-Vintage-Band schwindet ein wenig. Das ist aber nicht so wild. So, machen wir mal Folgendes. Achso, das ist der leere Kleber. Man sollte auch den vollen nehmen. Packen wir erstmal die Spitze drumherum. Und dann als nächsten Schritt werde ich das erst aufkleben, wenn die Spitze richtig trocken ist. Ich lasse jetzt hier ein bisschen Platz zum Schluss. Also hier an meiner, da wo ich die Sachen zusammenpacken will. Vielleicht mache ich da sogar noch eine Blüte oder irgendwas drauf. Okay.
Ich glaube, es ist zu früh am Tag oder zu spät. Eins von beiden, weil ich habe jetzt die Außenseite angeklebt. Was eine ziemlich dämliche Idee ist, by the way. Nee, ist sie nicht. Ach, Leute. Leute, und die Verwirrung kommt. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin verwirrt. Es ist Samstag. Mittag. Nein, früher Nachmittag. Ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Ich habe gehört, dass das vorkommen soll. In der Bastelwelt, dass man sich mal selbst verarscht. Weil, also ich wollte die Spitze natürlich hier außen dran kleben, ne? Dass die hier so rüberkommt. So, ihr seht, was ich meine. Und jetzt hier in der Ecke brauche ich ein bisschen mehr Kleber. Um den Spaß um die Kurve zu kriegen hier. Da wiederum könnte man dann wunderschön eine Halbperle draufsetzen. Da ich jetzt auch gelernt habe, was Halbperlen sind, kann ich damit, glaube ich, auch umgehen. So, jetzt kringelt sich das hier ein bisschen hoch. Das kann man entspannen, indem man hier in die Ecke ein bisschen mehr Material schiebt. Oder das eh aufgeklebt wird. Sollte nur keine Wellen werfen. Ne? So, hier werde ich den gleichen Spaß wieder machen. Ein bisschen mehr Kleber in die Ecke. Ich bin mal gespannt, ob wir in diesem Video überhaupt zum Signaturen-Einbinden kommen. Das könnte ja mit meiner kleinen Zusatz-Challenge könnte das durchaus interessant werden. Was die Zeit angeht. Es wehrt sich. Mal gucken, ob ich tatsächlich genug Material genommen habe. Sonst muss ich gleich da unten in der Ecke mir irgendwas Neues ausdenken und frickeln. Wäre ja nicht das erste Mal. Dann will ich irgendwie eine schöne Blume oder einen schönen Die-Cut, irgendwas, was ich im Fundus habe, da benutzen. Die Spannung steigt. Kriegt sie die Kurve oder kriegt sie die Kurve nicht? To be or not to be? Let's hear the question. Ja, ein bisschen enger. Schieben wir ein bisschen Material in die Ecke, dass das hier nur so semi absteht. Naja, es geht eigentlich. Sagen wir mal so. Es geht eigentlich, mal gucken, wie gut das jetzt hier in der Ecke funktionieren wird. So, also ich muss auf jeden Fall was in die Ecke setzen, um das Offene dort mal zu covern. Ist ja nicht schlimm. Ich habe ja wunderschöne Die-Cuts, die können auch mal benutzt werden. Die müssen nicht irgendwie vor sich hin oxidieren und warten, bis sie irgendwann doch mal schlecht werden. So, jetzt habe ich ja ein bisschen gequatscht und das hier vorbereitet. Ich lege es mir zur Seite und lasse es trocknen. Jetzt, liebe Freunde, kommen wir mal zu den spaßigen Teilen des Covers. Und zwar machen wir den ganzen Fusselkram hier weg. So. Wir haben hier Ecken, die machen wir gleich. Die Verschlüsse. Da, 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 da. Den möchte ich ungefähr hier rauskommen haben. Dass man wirklich das Band hier rüberholt. Und das heißt, ich mache mir hier einmal ein Loch rein. Ja, ist schon ein stabiles Büchlein, muss man sagen. So, und das Ziel ist,
dass dieses Loch hier so groß ist, dass dieses Schmuckbänzel hier zweimal durchpasst. Machen wir uns jetzt mal ganz lang, dass wir noch anständig eine Schleife binden können. So, dieses Herzchen möchte jetzt da durch. Nein, doppelt sogar. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Ja. Ein Traum, ein Traum. So, das Schöne ist, dass das hier von beiden Seiten geprägt ist. Das heißt, das steht hier ein Stückchen raus, ist fein. Und wenn es sich dreht und wendet, dann wendet es sich halt. So. Das mache ich hier erstmal ganz locker flockig ein Schleifchen rein. Ein Schleifchen. Ich werde nachher noch die Bänder kürzen, aber erst, wenn das Cover fertig ist und die Signaturen drin sind und die Signaturen gefüllt sind. Vorher traue ich mich nicht. So. Hier haben wir. Zieht nicht zurück, das ist schon mal schön. So, und jetzt muss ich das mal recht intelligent anstellen. Dieses Schatzi möchte ich eigentlich fast an die gleiche Stelle setzen. Ach, eigentlich messe ich nicht gerne, muss ich ja mal sagen. So, wir nehmen das mal als 0. 10 von oben, 11 von unten und 4 vom Rand. Eigentlich muss ich das doch gar nicht so weit reinpacken, aber 10 von oben, 11 von unten ist schon mal fein. Sagen wir mal einen vom Rand, ne? So. Das gefällt mir ein bisschen besser, weil das, also die müssen ja nicht auf der gleichen Ebene sein. So, jetzt haben wir ein Löchlein. Jetzt gleichen Spaß wie eben. Machen wir hier. Und machen wir das Löchlein groß genug, dass da auch wirklich zweimal das Benzel durchpasst. Auch hier wieder. Und jetzt ist besonders wichtig, dass man ein bisschen mehr Leine lässt. Weil ja das Cover dann, also reden wir mal nicht verklausuliert. Wir haben ja das komplette Cover, was gefüllt vermutlich so sein wird. Das heißt, das Schatze ist hier drin. Zack, wird das Cover hier. Na komm schon. Komm, ein bisschen mehr Faden bitte. So, so stelle ich mir das vor. So wird es wahrscheinlich irgendwann sein. Mit ein bisschen Gator Mouth. Durch das Loch. Ah, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Das muss dann noch ein Schleifchen bekommen. So, so, so. Wer so sagt, hat noch mehr zu sagen. Sagt man ja so, oder? Pferde, Pferde. Pferdeaktion. Geht durch. Und dann kann man sich das immer so ein bisschen fester ziehen oder gerade auf die aktuelle Menge an Papier einstellen. Gegebenenfalls hat man ja sogar irgendwas, was man da reintut. Und auch noch mit festklemmen will. So, ups. So, jetzt haben wir den Verschluss. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass ich hier
auch noch eine Öse mit so einem kleinen Knochen. Ein Knebelverschluss ist das, habe ich jetzt gerade gelernt. Weil ich mir nämlich den nochmal wieder in den Warenkorb gepackt habe. Der gefällt mir wirklich gut. Und da wird jetzt hier auch nochmal reinpassen. So. Des Weiteren bin ich tatsächlich im Überlegen, ob ich hier nochmal mit Jute so einen kleinen Streifen reinsetze für eine Innentasche. Und hier ebenfalls. Also man kann auch hier so eine Schräge machen. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Also es würde so zum Style irgendwie passen. Wenn ich dort noch ein bisschen was an Jute noch mit reinpacke. So, anyway, ich habe hier mein noch nicht ganz fertig getüdeltes Dingens. Wenn ich mir das so recht anschaue, ist ein bisschen schief geworden, aber nur in der Endausprägung. Also da kommt Diecut in die Ecke. Du kommst hier. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Schwierig deswegen, ich kann hier das Loch nicht zukleben, weil ich das ja noch länger oder kürzer machen will. Da muss ich das auf jeden Fall so ein bisschen auslassen. Also es wird dann so werden, ne? Dadurch, dass hier, dann haben wir die Ecke hier. Ja, wir haben die Ecke hier drüber. Das ist die Frage, wie viel Diecut denn da hinpasst. Also es muss auf jeden Fall, oder vielleicht ein Ephemera-Stück, eine Rose oder sowas, was dann dort in die Ecke passt. Gegebenenfalls auch ein Glanzbildchen. Wäre sowieso vielleicht eine Idee, hier ein kleines Glanzbild und hier ein großes Glanzbild noch mit drauf zu packen. In puncto Happiness. Ja, gefällt mir eine ganz gute Idee. Gut, machen wir jetzt erstmal die Verschlüsse hier fertig. Und zwar hier in die Mitte dieses Dingens werde ich die Öse hängen. Die Öse wird diesmal aber wenig Spiel bekommen und auch kein Schleifchen im Hintergrund. Also sie wird so da sein. Ich werde mir jetzt hier gleich mal die Mitte treffen. Schauen wir mal, ob mein Video noch läuft. Ich bin gerade etwas panisch, dass mein Akku nicht schon wieder aufgibt. Autschen. Autschen, autschen. Man muss jetzt auch nicht sich selber massakrieren mit diversem Stechzeug. So, damit das gut hält, mache ich gleich Folgendes. Also einmal ein Loch durch einerseits. Dann nehmen wir mal ein bisschen von dem Scotch-Tape. Wir haben auf jeden Fall einmal einen Unterbau dazu. Dann stechen wir das nochmal durch. Dann nehmen wir uns, diesmal kommt nämlich einfach nur ein Knoten dahinter und den werde ich mir danach festsetzen mit Scotch Tape, damit das auch, also damit man auch was hinterstecken kann, ohne dass man da hängen bleibt. Muss man alles denken, nicht? Das ist noch nicht groß genug, sind keine zwei durch. Fummel, fummel, fummel. Ja. Also was man sich so für Gedanken machen kann. Elend und Verzweiflung. Kriege ich das auch hin, hier ein Loch ein bisschen größer zu organisieren? Bastellegasthenie hier oder was? Tage sind gebraucht. Nein, dieser Tag ist eigentlich sehr schön. Auch wenn ich es nicht schaffe, Fäden durch ein Loch zu fädeln.
durchaus erwarten würde, dass ich das hinkriege, hier einen zweiten Faden durchzustopfen. So, bist du nicht billig, so brauche ich Gewürz. Konzentration, der zweite Faden kommt. Nein, kommt er nicht. Ich kann so einen dicken Faden nicht durchnähen. Schaut nämlich keine Nadel mit so einer dicken Öse. Oder Öhr. Das Ding ja nicht böse. Könntest du mir den Gefallen tun, jetzt durchgehen, weil sonst habe ich gleich meine Tasche zerstört. Das sieht schon viel besser aus. So, hier lasse ich es ein bisschen Spiel, dass das runterhängen darf. Ich mache das jetzt so, dass ich nur einfach einen kleinen Knoten mache. Das muss ja nicht viel halten. Das muss ja hier nicht kiloweise irgendwas halten. So, und jetzt setze ich mir den Knoten mit dem Band nochmal mit Scotch Tape fest. Wenn man dann was in die Tasche packt. So, schaut mal her. Das kann man doch durchaus so gelten lassen. Jetzt möchte ich gerne hier oben, wie weit würde das Ding denn hier rausstehen? Also das hängt hier drin. Also ich gehe direkt unter die Kante, alles klar. Ach ja, noch eine Fummelei. Noch eine Fummelei. Rechts, links, gleich. Halb sieben. Unten anderthalb. Also ich habe vorhin nochmal gesagt, ich hasse Messen oder ich messe nicht viel. Mir ist aber durchaus bewusst, dass Sachen, die so angeordnet sind, also die wirklich eigentlich mittig gehören, wenn sie nicht mittig sind, echten Ärger verursachen. Also mindestens mal Monk-Ärger. Und dementsprechend ist das wirklich sowas zum Vermitteln mäßig schon. Warte. Ja, das passt und gefällt. Das heißt, ich suche mir dann in der Mitte raus und der Abstand von oben ist dann eher frei Auge. Eigentlich kann ich mal Folgendes tun. Das hier bleibt ja gleich. Das heißt, es bleibt in der Mitte und dann finde ich eigentlich so einen Knoten ganz schön. Dass ich hier noch schön Knoten setze. Das kann ich bei dem anderen auch machen. Jo. Wenn er mir nachher nicht mehr gefällt, kann ich ihn wieder rausnehmen. Wobei ich neige tatsächlich dazu, Sachen zu behalten. Wenn ich sie einmal schön fand, dann finde ich sie meistens immer noch schön. Noch ein Schleifchen. So, und auch hier kann man dann wieder variieren, wenn man andere Sachen an die Stelle packen möchte und die ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner sind, zieht man sich sein Schleifchen einfach anders. So, das meinte ich jetzt hier mit Knoten. Hier möchte ich gerne so einen schönen Knoten haben.
jetzt habe ich ja diese beiden Knochen vom Knebelverschluss runterhängen. Jetzt machen wir es doch einerseits mal dran. Kleben das Schotze hier auf. Dann darf das nämlich noch eine Runde trocknen. Dann darf das eine Runde trocknen. Und dann kommen eigentlich die Signaturen dran. Dann hat man noch die Ecken zu bieten und die Signaturen einzubinden. Ich werde jetzt allerdings gleich mal einen Blick werfen, wenn ich das hier festgeklebt habe, wie weit dieses Video schon vorangeschritten ist. Dass ich euch nicht wieder so ein, keine Ahnung, Stundenvideo verpasse. Also wie gesagt, ich freue mich mal auf eure Rückmeldung, ob das eine coole Sache ist, dass ich so lange Videos mache und ob das voll nervt. Ob ihr das wissen wollt, was ich euch hier erzähle, oder ob es halt voll nervt. Das interessiert mich gar sehr. So, dann haben wir nämlich noch, was haben wir noch zu tun? Lass uns mal kurz hier Kassensturz machen, was zu tun ist. Jeden Fall wäre noch zu tun. Das Coverbuch hier fertig machen, also das, was hinten dann dran muss. Und halt klar die Signaturen einbinden. Das wären so die Streiche, die ich auf jeden Fall jetzt auch zügig mache, bevor ich anfange in eine Dekoration zu gehen. Aber, ha, da fällt mir ein und auf. Ja, ich kann die Löcher für die Signatur schon machen. Ich habe aber auch gelernt, durch Try and Error, dass ich doch eigentlich ein paar Stempel und Stencil auf die Seiten setze, bevor ich die Signaturen zubinde. Das heißt, erstmal ein bisschen Grundlagengestaltung in den Signaturen, bevor ich hier Nägel mit Köpfen mache. Was ich aber schon an Nägeln mit Köpfen machen kann, ist die Löcher, also hier die Bänder und sowas schon einbauen für die Signaturen. Das heißt, das Cover an sich ist fertig und möchte nur noch eingebundene Signaturen haben. Da ich das wieder so mache, dass die Knoten innen in den Signaturen liegen, sollte das eigentlich auch kein Problem darstellen. Ja, es ist ein bisschen tricky hier, die Ecken, die sich natürlich ein bisschen hoch und runter biegen und ein bisschen wehren. Hat da jemand noch einen coolen Tipp oder einen coolen Trick, wie man, sagen wir mal, wenn man solche weichen Ecken macht, wie man das dann hinkriegt, dass sie an Ort und Stelle bleiben und sich nicht hoch und runter klappen. Also hätte ich die jetzt irgendwo einschneiden müssen oder so? Und so Gedankengänge. Maybe. I don't know. Das scheint auf jeden Fall gerade zu sein. Das freut mich. So, jetzt habe ich hier meine Pocket erstmal drauf. Ich schiebe diesen Büschen in der Mitte zusammen, dass ich hier wirklich dahinter ein bisschen Luft habe und dass das nicht so glatt anliegt, weil sonst passt vielleicht mein Büchlein hier nicht hinter, wenn es zu eng geklebt ist. So, zu. Das gefällt mir sehr. Und auch das hier gefällt mir sehr. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt mal werfe jetzt mal einen Blick auf die Zeit und werfe mal einen Blick auf meine Vintage-Fotos, die ich noch habe. Also jetzt nicht die Stempelfarbe, sondern die Sachen, die ich hier noch gestalten wollen würde. Suche mal eben die Sachen zusammen und Möglichkeit A oder Möglichkeit 1, ich komme wieder und wir basteln hier weiter in diesem Video. Möglichkeit 2, ich kriege gleich einen halben Herzinfarkt, weil ich schon wieder so lange gelabert habe und so viel Zeit hier drauf verbraten habe, dass ich ein weiteres Video mache. Dann würde ich aber trotzdem noch mal kurz gleich zurückkommen und euch mitteilen, wie es hier weitergeht. Ich habe meinen Fundus durchsucht, habe sowohl alte Schwarz-Weiß-Bilder gefunden,
als auch ein paar Glanzbildchen. Allerdings ist dieses Video schon wieder über eine halbe Stunde lang und dementsprechend mache ich jetzt hier einen Cut und werde in dem nächsten Video mit euch sowohl hier die Buchecken aufsetzen als auch die Covergestaltung noch weiter fortführen und auch die Innencovergestaltung weiter fortführen. Mal, ihr erinnert euch, wir haben jetzt hier schon schön Schleifchen und alles, nur hier geht garantiert noch was an. Wir machen hier irgendwie noch so eine schöne Ecke. Eckenpocket, wie hieß denn das Ding nochmal? Egal. Cornertag, wenn mich alles täuscht. Und machen hier noch eine kleine Tasche drauf. So. Ja, dann war es das erstmal mit diesem Video. Ich drehe das zweite gleich hinterher. Dementsprechend sage ich jetzt erstmal bis gleich. Wenn ihr meine Videos recht pünktlich guckt, wenn ich sie rausbringe, dann müsst ihr leider ein bisschen warten. Ein paar Tage wird es dauern, bis das nächste Video kommt. Bis dahin bastelt euch dann selbst was Schönes und habt ein paar schöne Tage. Bis demnächst in diesem Kino.